Und ja, wir gehen jetzt nicht duschen, aber mit dem Handtuch sind wir dann doch bereit dafür. Und er wurde ja schon vorangekündigt. Jo, moin, liebe 12.000. Würde uns doch montags was fehlen, wenn wir uns hier nicht richtig mal ausquatschen können. Ja, wir waren letzte Woche noch gar nicht ganz weg. Da war die erste Spitzenmeldung. Frau von der Leyen hat mit der EU-Kommission durchgesetzt, dass in ganz Europa alle Häuser einer Sanierungspflicht unterstehen. Sie rechnet ja seit Dienstbeginn nur noch in Billionen, aber ich glaube, so einen großen Zettel haben Sie nicht, um diese Zahlen aufzumalen. Ich bin davon überzeugt, bei Finanzen, aber nicht nur bei Finanzen, haben Sie komplett die Kontrolle verloren. Es ist nur noch Wunschdenken. Ich breche das mal runter auf meine eigene Geschichte. Ich habe jetzt 30 Jahre lang an dem Haus nach der Wende gebastelt, dazu einigermaßen auf den Standard gebracht, der materiell vertretbar und der machbar ist. Ich baue jetzt auch noch mal ganz schnell auf die Ansage von Habeck die Gasheizung ein, noch mal neu. Aber mehr geht nicht. Mehr kann und mehr werde ich nicht machen. Und wenn Frau von der Leyen der Meinung ist, diese Häuser werden dann für unbewohnbar erklärt, das ist eine Kriegserklärung, Frau von der Leyen. Das ist eine Kriegserklärung. Was bleibt dem Bürger übrig, wenn all der friedliche Protest, und ich sage immer wieder, friedlicher wie wir geht nicht, keinerlei Wirkung und Empathie bei der Politik erzeugt? Dann können wir da nichts weiter machen und Sie sollten ein bisschen mehr gucken, was in Frankreich passiert, wenn der wilde Mob erstmal durch die Straßen fegt. Diese Geschichte. Also ich bin nicht willens und nicht bereit, all mein Geld für Wärmedämmung, für neue Fenster, für Fußbodenheizung und dergleichen Kokolores auszugeben. Und dann stellt sich noch ein grüner Staatssekretär gestern hin. Er warnt davor, jetzt die Öl- und Gasheizung noch mal zu erneuern, was ich ja gemacht habe, weil sie werden Gas so teuer machen, dass sich das dann eher nicht mehr rechnet. Ja, sie legen es drauf an. Es artet aus in einer Auseinandersetzung. Da muss ich sagen, ich habe immer für all das gearbeitet, da gibt es keine Geschenke. Und wenn Sie uns dort alles abnehmen wollen, wer nichts mehr zu verlieren hat, außer seine Ketten, Sie sollten beim Geschichtsbuch gucken, wo das endet. Ja, im letzten Beitrag klang das an, die Infantilität unserer beliebten Minister. Ich glaube, Menschen sagt man dazu. Du musst ja mal aufpassen, welche Formulierung man nimmt. Man redet sich ja dann auch ein bisschen in Rage. Aber da setzen sich zwei erwachsene Menschen vor Eingeborenen im Urwald hin, lassen sich bunt bemalen und erklären denen dann, ich bin der Robert, das ist der Cem. Wir sind sowas wie eure Häuptlinge in Deutschland, ganz weit weg. Und da haben unsere Vorfahren vor 1000 Jahren den gesamten Wald abgeholzt. Der andere, der zweite, der daneben saß, der ist für ein paar Millionen Quadratmeter Holz zuständig. Der sagt aber auch nichts dazu. Hat ihm wahrscheinlich keiner erklärt. Das sind so infantile Leute, die begucken sich, wie denn das Leben so im Urwald möglich ist. Die Baerbock stellt sich hin und will irgendwo in Kenia die Toiletten sortieren. Was für bekloppte Leute sind da am Wirken? Ja. Das Annalenchen macht das, was sie am besten kann. Sie gibt unser Geld aus. Sie hat heute wieder den Zweck will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber sie hat einfach mal so aus der Hüfte geschossen, die Summe für die Türkei und für Syrien nach dem Erdbeben verdoppelt. Ist da jetzt offene Kasse? Hat da keiner mehr die Hand drauf? Kann da jeder reingreifen und verteilen, so wie er will?
Ich soll alles aufwenden, was ich habe, mich verschulden, bis fürs nächste Leben schon. Und da wird's Geld rausgeblasen, als gäbe es keinen Morgen. Passt nicht zusammen. Und wir werden da auch keine Freunde mehr. Genau. Ich war dann gestern noch mal ein bisschen im Polnischen, habe mir die Häuschen da angeguckt. Die haben noch ein paar Sack Zement, bis sie da auf dem Stand sind, wie die Häuser hier sind. Ich glaube nicht, dass sie den Polen erklären, ihr müsst eure Häuser abreißen, die sind jetzt unbewohnbar. Das geht dann da ein bisschen anders zur Sache. Ich frage mich, woher nehmen die den Mut, warum machen sie das immer alles mit uns? Weil sie glauben, sie kommen damit durch. Nur deshalb passieren solche Sachen. Und dann muss ja keiner denken, dass das nur die Hausbesitzer, nein, das trifft auch die Vermieter. Und sie haben das auch schon begriffen, dass das die Mieter trifft. Die zahlen nämlich die Feier. Was kam aus der SPD? Da wurde erstmal gleich so drüber laut nachgedacht, wir müssen verbieten, dass die Vermieter die Mehrkosten weitergeben. Ist ja klar, die setzen alle auf Geld, die sind bloß zu faul, das Geld auszugeben. Also mit der Logik, ich weiß es nicht, die haben jeden Kontakt zur Basis, zur Realität verloren. Und wir müssen in Gang kommen. Mir ist heute so in den Kopf gegangen, was können wir denn noch machen? Auffordern, im Gespräch jeden und alle und den ihr trefft, auffordern, wählt keine Parteien mehr, die nicht komplett ausschließen können, mit den Grünen zusammen Politik zu machen. Die Grünen müssen isoliert werden. Sie sind Vernichter aller unserer Werte, sie machen unsere Wirtschaft kaputt. Und deshalb müssen diese Truppen isoliert werden. Ich habe dafür kein Verständnis mehr. Meine Fantasie reicht auch nicht so weit. Und alle, die sich immer noch dazu äußern, man müsste mit denen und man könnte doch so tolle Sachen für die Zukunft. Es hat keine Zukunft, die Leute aus ihren eigenen Häusern zu jagen. Ja, Frau Schwesig hat dann nochmal ihr Herz für die Rüganer entdeckt, obwohl sie ja schon seit langem, seit vorigem Jahr wusste, was dort geplant und gebaut werden sollte. Nun hat sie am Wochenende dem NDR berichtet, dass sie ja dagegen sei und das müsste. Seltsamerweise ist sie jetzt in vielen Sachen mit mal dagegen. Nein, Frau Schwesig, Sie haben vorher gewusst, was da passiert und Sie haben erstmal geguckt, in welche Richtung weht der Wind. Und jetzt ist es so, dass RWE ist gerade über den NDR gelaufen, heute erstmal die ersten Bodenproben, die Bohrung macht. Es geht also weiter. Der Binzer Bürgermeister hat sich aufgeregt, weil er jetzt doch mit falschen Informationen, ihm wurde was anderes erzählt. Ja, vielleicht merken die dann auch mal, dass sie auch nur strunzdumm belogen werden. Es ist völlig Wumpe, egal welcher Politiker hier etwas von sich gibt. Nichts von dem hat auch nur eine Halbwertszeit von ein paar Minuten. Es fliegt im nächsten Moment um die Ohren. Ja, gibt's eine Möglichkeit, sich all diese Dinge zu erwehren? Sie merken schon, dass die Geschichte ihnen langsam wegerodiert. Sie kriegen keinen Haushaltsplan hin. Da kloppen sie sich wie die Kesselflicker. Die Frau Esken hat ja in der vorigen Woche 100 Milliarden für Bildung verlangt. Sondervermögen. Machen wir jetzt immer so? Irgendjemand behauptete im Netz, sie hieße jetzt Miss Bildung. Aber dem würde ich mich nicht so anschließen. Ja, und alle Probleme, die da nicht zu klären sind, da sagt man, das nimmt man den Reichen weg. Reich ist, wer hier noch einen Zehner in der Tasche hat. Überall, die riechen Bargeld. Wer noch irgendwo Geld nachzuweisen hat, wer arbeiten geht, ist in diesem Land reich. Und da sind sie hinterher wie die Kesselflicke. Weg von meinem Portemonnaie. Ich habe das seit vorigem Jahr gesagt, nehmt gefälligst eure Pfoten aus meinen Taschen, wenn ihr mit mir über Solidarität redet. Ich habe so die Schnauze voll von diesen Typen. So, und jetzt haben sie da oben, ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche diese Bundestagssitzung, ey, das ging dazu, fehlten nur noch ein paar Ritter mit Schwert und Pferd, dass die aufeinander gehen, die haben ihre Truppen gegeneinander gehetzt. Und zwar geht es jetzt darum, den Bundestag zu verkleinern. Stimmt erstmal jeder Bürger draußen zu? Alles in Ordnung?
Da darf aber doch nicht bei rauskommen. Das hat jetzt der Söder mitgekriegt. Die können 45 Wahlkreise gewinnen und es kann ihnen passieren, dass sie nicht einen von ihren Direktmandaten dort kriegen. Wie kann das sein? Weil sie unter die 5%-Klausel fallen und dann sind sie mit mal raus. Ja? Der Linkspartei geht es ähnlich und. Weiß ich nicht. Wahlen fühlen sich ad absurdum, wenn der, der einen Wahlkreis mit über 100.000 Einwohnern gewinnt, nicht einzieht. Das kann mir keiner erklären. Ansonsten mögen Sie aber bitte mal, der Herr Söder war derjenige, der 2020 Bäume geküsst hat und Schmetterlinge abgefühlt hat. Der fühlte sich mit mal als Supergrüner, weil er sich eine Perspektive ausgerechnet hat. Der hat jetzt sein Erlebnis gehabt und sieht jetzt, was ihm alles passieren kann. Heute hat er ein Statement bei der Bild TV da gegeben und da sprach er schon ganz anders. Also Sie sehen Ihre Fälle wegschwimmen. Und jetzt schlagen sie aufeinander ein, was auch gut ist. Ich habe ja mal schon seit vor einem Jahr erzählt, die werden sich da ins Gesicht springen mit dem Gesäß. Muss auch so kommen, haben sie sich auch mehr als verdient. Und wir sollten jede Möglichkeit nutzen, um ihnen Druck zu machen. Es gab noch ein Wort, was ich sagen wollte in der letzten Woche. Ostsee-Zeitung. Frau de Grassi war ja hier, hatte eine sehr sachliche Darstellung gehabt, warum der Bürgermeister denn nun mit mal die letzte und auch noch die allerletzte Generation einlädt. Die Bürger, die hier zwei Jahre auf dem Markt stehen, die guckt er mit dem Marsch nicht an. Hat sie sehr gut geschrieben, habe ich gelobt. Heute habe ich einen mittleren Schock gekriegt, macht das Ding auf. Da steht diese, der wäre für mich eigentlich fällig für eine Psychiatrie. Und sagt, er hofft, er kämpft ja für eine gute Sache, er hofft, dass die Leute auf den Schäden sitzen bleiben. Also wenn das durchkommt, dass der Schuldige sagen kann, ich hoffe, der andere bleibt auf seinem Schaden sitzen, den ich ihm gerade zugefügt habe. Und wenn damit auch noch politische Ziele verfolgt werden können, verstehe ich hier nichts mehr. Und ich verstehe dann auch nicht, warum wir so einen friedlichen Protest machen. Dankeschön.